So, ja, dann geht's gleich mal los zur Rettungsmission. Wir gucken gerade mal unsere aktiven Missionen an, beziehungsweise was abgeschlossen wurde. So, der Altimetrie-Scan mit nie geringer Auflösung vom Moon, der ist auch bald fertig. Ja, einmal die Temperatur noch messen. Ich glaube, da fliegen wir aber unbemannt hin. Dann den Moonstein. Dann die Olilala. Und eine Umlaufbahn um Minmus. Naja, da. Das heißt, aktiv, einer ist wieder frei geworden. Bring ein neues Teil an den Satelliten. Kühlmodul anbringen für ein orbitales Rendezvous. Na ja, warum nicht, ne? So, hier positioniere Scansat MK2 in einer angepassten Umlaufbahn. Ja, das bringt nicht so viel, ne? So, drei Touristen. Anscheinend wird uns dieses Raumfahrzeug dann aber irgendwie zur Verfügung gestellt. Die Zahlen natürlich nicht schlecht. Also ich meine, 63.000 ist einfach 63.000, ja. So. Oh, Rendezvous. Orbitalmanöver für 79.000, wenn wir ein Rendezvous durchführen. Das müssen wir jetzt eh machen. Das trifft sich ja dann. Oh. Das trifft sich ja dann eh ganz gut. Okay. Das heißt, wir bauen was auf Basis vom Moonlander Mark II. Nehmen diese Unterstufe als Sub-Assembly. Zwei Punkt fünf Meter Unterstufe. Okay, neu. Ich hätte gerne dieses. Also diese Sub-Assembly-Geschichte, wo die früher hier war, hat mir das besser gefallen, muss ich sagen. Naja, gut. Wir brauchen einen bemannten Pod. Und zwar, der braucht nicht viel. Der braucht einen Fallschirm. Ich packe einfach Life Support ein, weil wir es uns leisten wollen. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich den jetzt nicht mehr skalieren? Haben wir das nur beim ersten Mal? Okay, ist irgendwas verbuggt? Seltsam. Wiedereintritt. Wir brauchen bald schon einen Arm bauen. Anscheinend braucht man kein Infernal Robotics mehr. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, ob das jetzt hier quasi seinen Weg hineingefunden hat oder nicht. Wir können aber auch noch keinen Ressourcentransfer machen, oder? Teleskopverbinder.
Das ist ein Ladungsteil. Okay, jetzt kommen wir. Ah, dafür ist es aber zu groß. Gut. Dann. Hier muss ein Dockingring. Dann das. Dann brauchen wir diesen Flight Computer. Dann brauchen wir einen Inventarcontainer. Das ist der, oder? Ja. Flüssigtreibstofftank. Ja, mehr ist es an sich nicht, ne? Dann machen wir. Brauchen ja auch nicht mehr als muss. So, dann brauchen wir. Wir pappen auf jeden Fall mal eine Solarzelle dran. Oder zwei. Eins. Zwei. So. Dann sollten wir uns Gedanken machen um eine Oberstufe. Hier nehmen wir mal einen FLT 800. Oder ein. Ja, ne? Mit dem Triebwerk hier. So, da schaffen wir 3000 Meter pro Sekunde. Das ist okay. Dann. Jetzt weiß ich, was noch fehlt. Nein. Ich suche gerade den Tank. Okay. Abschlepper. Abschlepper besteht bei euch, dann gibt es jetzt einen neuen Abschlepper. So. Abschlepper. Haben wir schon mal einen Abschlepper? Ich weiß es gar nicht. Wir wollen auf jeden Fall ins F und E und ach, unsere Forschungspunkte sind ja noch im Weltenrund außerhalb. Ich hätte nämlich hier ganz gern diese Antriebssysteme miteinander verknüpft. Gut, dann müssen wir darauf verzichten. Muss man auch gerade mal einen Timer stellen, dass ich nicht jedes Mal so unglaublich überreiße. Okay, dann würden wir halt stattdessen noch ein RCS, ein SRS-Modul. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel SRS und sehr viel drei Reaktionsräder jetzt. Das heißt, es müsste schon relativ potent sein. Dann brauchen wir das Universal Storage Fairing. Dann den FLT 800 mit diesem Triebwerk, einen Decoupler, was gibt es denn hier noch nützliches bei Nutzlast, Dienstmodul, Container, oh, so. Hier haben wir auf jeden Fall ein Inventar und hier müssen wir diesen Joint
Okay. Da ist er drin. Ansonsten... Ja gut, so ein Ghetto-Blaster, oder? Sicher ist sicher. Dann können wir den hier schließen. So, Life Support haben wir, das haben wir, das haben wir, ein Triebwerk haben wir. Dann machen wir das Subassembly drunter und das sollte dann... Oh, wie schön. Hat auf jeden Fall... ausreichend Schub, uns in den Orbit zu bringen, der Abschlepper. So, wir brauchen nur noch eine Person an Bord. Und das muss der Bill sein. Und dann bauen wir hier noch den Tower drauf, hier diesen Strut Tower. Wo ist der? Robotik, Robotik, Nutzlast, Kopplung, Struktur. Und verdammt. Mindestens eine Antenne. So. Okay. Dann hätten wir genügend Zeit, das richtig hinzubiegen. Okay, ein Tag, 2 Stunden, 34 Minuten. Ach, das ist mal alles so. Wir haben das Ding als Ziel gesetzt. Wir müssen zuallererst müssen wir in einen Parkorbit. Und der sollte jetzt erreicht sein. Dann müssen wir in einen Parkorbit mit der entsprechenden Inklination. Das heißt, wir müssen circa auf... Da ist unser Kurs angezeigt. Da müssen wir hinsteuern. Das heißt also... Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, 3, 2, 1, Pum. Und dieser Wecker geht nur auf selbigen. Ah, Aktionssets können wir jetzt schon machen. Okay. So, Ziel ist natürlich die... Erstmal den Orbit mit der entsprechenden Inklination. Das sehen wir hier beim Ascension Node, minus 33 Grad. Den müssen wir erstmal hinbekommen. Dann... In diese Richtung sollte Jeb sich bewegen. Ja. Und dann können wir ihn abholen mit dem Teil. Und ich habe sehr viel Treibstoff eingepackt zum Navigieren. Dann können wir das Rendezvous durchführen. Dann würden wir Jebs Rakete abbremsen. Mit Jeb an Bord. Abbremsen, abkoppeln, dann diese Rakete beschleunigen, zu Jebs Rakete wechseln, die landen und danach... Oh, Booster sind ausgebrannt. Sagt doch einer was. Und dann diese Rakete landen. Das ist so umständlich, weil ich möchte, dass dieses Raumfahrzeug, also das Jeb, ich weiß nicht, wie es gespeichert wird, ob Jeb als... war auf dem Moon gespeichert wird oder nicht. Und deswegen, wobei, wenn die beiden Raketen verbunden werden, dann werden sie auch zu einer irgendwie. Aber wir müssen das dann an Jebs Rakete anbringen, danach an der, dann wird diese Rakete zu Jebs Rakete. Und dann schauen wir mal. Also so der Plan.
So, erstmal brauchen wir hier einen etwas steileren Orbit. Ohne Zucker, wenn es geht. So, unser Ascension Node, das gleicht sich an. Wir sind zu flach. Halt auch gleichzeitig Schub wegnehmen, ist natürlich auch doof. Komm, hoch mit einem dicken Hintern. Wir sind hier gerade mal bei 200 Meter pro Sekunde. Minus 2 Grad. Das heißt, wir können hier schon in Richtung... Ne, können wir noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen in diese Richtung bleiben. Denn natürlich, wenn wir den Orbit schön gemacht haben. Von Anfang an. Haben wir später weniger Arbeit damit. So, die Steigrate, die haut mich immer noch nicht vom Socken. Hoch mit dir, du Gurke. Wo hängt's dann? Brauchst du mehr Schub? Auf geht's. Es sind gerade sehr viele Parameter gleichzeitig, die überwacht werden wollen. Okay, mit 0,1 Grad sind wir schon sehr gut. So, eben kriegen wir auch mal hier eine vernünftige Steigrate zustande. Ja, Bill, du wirst die erste Reparatur im Weltraum ausführen oder das erste Abschleppmanöver oder wie auch immer. Sei ein bisschen stolz auf dich. Okay. Das Ding ist auf jeden Fall schwerer, habe ich das Gefühl, als... Ja gut, das ist viel Sprit, ne? Ein Drittel mehr Sprit, aber dafür die ganzen Experimente nicht. Gut. Ich möchte jetzt tatsächlich erstmal einen Park-Orbit aufmachen. Wobei, an sich... Boah. Genauso schwerfällig wie das andere Ding. Theoretisch kann man den schon weiterschieben. Wie viel müssen wir da kommen? 600 Kilometer. Schaffen wir eh nicht. Wir machen einen recht niedrigen Park-Orbit und von der anderen Seite machen wir dann einen Angleichungsorbit. Ach, es ist schon lang her. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Manöver gemacht habe. Also so eins. Und als noch so bescheiden. So, dann kommen wir jetzt zum ersten. Ist er umgesprungen. Guck, da ist jetzt irgendwas wieder. Okay, 0,2 Grad. Dann machen wir das. Wie viel Sprit ist noch drin? 551 Meter pro Sekunde. Perfekt. Warpen wir mal davor.
Es ist echt lang her. Aber es ist auch irgendwie ein Genuss. So, Jeb ist hier. Unser Rendezvous-Punkt wird hier am Perihel sein, am Perikee. Komm schon. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein 1-2-3-Manöver, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, so 20 Sekunden bis zur Zündung. Also mal für die ganzen Reaction Wheels ist das Ding trotzdem sowas Ultraträges. So. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zündung. Grad. So, damit können wir leben. Nächstes Ziel wird sein, hier einen Schnittpunkt zu erschaffen, der mit dem übereinstimmt. Ja. Das kann man immer noch mit dem Sprit machen. Dann bleibt leider die Unterstufe hier oben. Aber vielleicht, ach, man weiß es nicht, was man mit dem Weltraumschrott macht. Das hat ja schon seinen Sinn, dass der da ist. So. Das ist der zweite Schritt. Und also hier wird jetzt, im zweiten Schritt haben wir jetzt unseren Rendezvous-Punkt definiert. Der wird hier sein. Knapp neben der Periapsis von Jebs Umläufer. So, Zündung in 30 Sekunden. 7 Sekunden wird gebrannt. Wir haben noch Sprit für 14 Sekunden. In 5, 4, 3, 2, 1, Zündung. Gut. Okay. So, den Punkt haben wir definiert und jetzt können wir hier durch das Hinzufügen von einem Manöver unsere Orbitalperiode beeinflussen. Je länger wir unterwegs sind, desto näher kommt Jeb zum Zeitpunkt des Rendezvous. Und jetzt werden wir die Orbitalperiode genau so einstellen, dass wir uns mit Jeb schon jetzt sehr viel Information hier. Dass wir uns mit Jeb am Schnittpunkt dass der Timer, dass die Folgezeit abgelaufen ist. Ich versuche jetzt gerade hier den. Es ist nicht so einfach. So, dann würden wir hier auf 4 Kilometer rankommen. Und dann... Nein! Karl, was hast du getan? Nochmal. So, also unsere Orbitalperiode anpassen.
Das ist so sauätzend. Also auf 4 Kilometer. Näher kriege ich es jetzt hier nicht. So, da brauchen wir 620 Meter pro Sekunde. Und das ist, glaube ich, ein Grund, dass wir die wir müssen 48 Sekunden brennen. Wir schmeißen das jetzt ab, weil das eh so viel Masse ist. Jetzt ist unser Punkt natürlich wieder verschoben, ne? Okay. Der Abschlepper. Moonlander Mark II. Oh. Das ist Jeb. So, alles gut. Stabilisiert sich wieder. Und so, ich hoffe, dass der Navigationspunkt noch da ist. Ja. Früher war dann alles weg. Aber du musstest ja hinwechseln, weil Jeb wäre gestorben in der Zwischenzeit. So, und er bringt uns ran an 1 Minute vor die Zündung. Aus irgendwelchen Gründen ist die Unterstufe noch dran. So, 1 Minute 30 bis zur 26 Sekunden bis zur Zündung. Jetzt sind wir richtig. Irgendwie hat er uns eben nicht richtig rausgeschmissen. Drei, zwei, eins, Zündung. So. Ja, ne? Was hast du so im Sommer gemacht? Rettungsmission im Weltraum. Ich werde auch hier als von den Mücken zerstochen. Das ist unglaublich. Wir haben so einen Bach am Haus und überall Mücken. Mücken, Mücken, Mücken. Ich liebe meinen Bach und auch mein Haus, aber Mücken, furchtbar. So. Achtung, 20, 10, 3, bupp, aus. Weg damit und den Rest machen wir jetzt von Hand. Zielposition. Jetzt bräuchtest du normal ACS, um es vernünftig zu machen. 4 Kilometer. Ich würde sagen, die nehmen wir. Das heißt, wir spulen mal dahin. Da kommt Jeb. Und so. Also, hier ist unser Retrograde-Vektor. Den wollen wir rüberschieben auf diesen pinken Zielvektor. Beziehungsweise hier ist unser Prograde-Vektor. Den wollen wir... Ich muss es jetzt erstmal nullen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das war. Der Retrograde, der schiebt sich normal weg.
So, dann können wir uns dem Ziel annähern, indem wir hier hinbrennen. So, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt halten wir genau drauf. Und jetzt müssten wir hier irgendwo einen Schnittpunkt haben bei Distanz nahe 0 und je näher. Guck mal, hier ist dann auch irgendwas. Wie so eine Einparkkontrolle. Electricity Zero. Genau, also das sind so Sachen, die müssen dann auch noch schief gehen. Ehrlich. So ein Elend, dem Mann. Ich hab bloß eine Batterie eingepackt. Wenn jemand den Film Red Race gesehen hat seinerzeit, bei diesem Film haben sie ein Eichhörnchen angeboten zu bekommen, zu kaufen. Kaufen sie ein Eichhörnchen. Dann, nö, wir brauchen keins. Aber können sie uns sagen, wo der Weg nach was weiß ich ist? Und dann, ja, da müssen sie nur die dritte Straße rechts abbiegen. Und dann stand da, hätten sie bloß ein Eichhörnchen gekauft. Hallo? Was ist das jetzt? So, ich hoffe, dass wir gleich mal elektrischen Strom für einen minimalen Impuls bekommen. Ja, da ist... Oh, da ist er. Alter, das Ding macht gerade, was es will, ne? Das ist richtig gut. Hallo, stopp. Stopp. Halt an. Du blödes Dreckding. Oh. So. Okay. Das Problem ist, wir müssen gleich abbremsen. Denn wir bewegen uns mit 23 Metern pro Sekunde auf Jeb zu. Und das müssen wir gleich tun. So, Sync in 13 Minuten. Ich glaube, wir sind ganz dicht dran. Ich möchte jetzt gerade so weit. Den Strom. Lass mal schauen. Also wir können auf jeden Fall rüberschalten zu Jeb. Und also was wir machen, Drehmoment aus und hier auch Drehmoment aus, weil das frisst ja anscheinend Strom wie die Hölle. SES aus bringt nichts. So, aktuell bewegen wir uns mit 5 Meter pro Sekunde vom Ziel weg. Da, wo unser Po ist, ist Jeb jetzt. Also hier, wo das Triebwerk hinguckt, da muss Jeb irgendwo sein.
Und in 35 Sekunden wäre dann auch Rendezvous-Time. Und ich versuche uns jetzt irgendwie so auszurichten, dass wir zum einen Sonne tanken können für unsere schöne Bräunung und zum anderen... Da unten ist er. So, versuchen jetzt ohne die Rollachse. Ich möchte so ganz knapp an ihm vorbeirutschen. Na, das war ein bisschen zu knapp. Gut, jetzt sind wir quasi null. Also jetzt sind wir quasi Sync. Hier noch 5000 Millisekunden müssten wir den Schub sortieren, aber das soll uns genügen. Und es wird Zeit für ein weiteres Mal Weltraumspaziergang. An einer sich bewegenden Rakete. Diesen Teleskop-Joint. So, das wird jetzt bunt. Den bringen wir erstmal bei Jeb an. Ich weiß nicht, wie weit das... jetzt montiert. Müssen wir damit noch irgendwas machen? Ein Socket. Wir hätten so ein Ding noch mitnehmen müssen, oder was? Ach, wir hätten diesen Socket noch mitnehmen müssen. Das ist aber schade. Gut, dann müssen wir es irgendwie anders machen. Dann steigen wir erstmal wieder ein. Weil wir können auch noch keinen Transfer durchführen. So, wie sieht es denn aus mit unserer elektrischen Energie? Die hat sich so halbwegs wieder gemacht. So, wir sind in der Umlaufbahn. So ist Retrograde. Müssten jetzt versuchen, Jeb's Vessel mit unserer zu verhaken. Aber das ist jetzt totaler Ungenuss. Ich habe gedacht, wir brauchen so ein... Ich habe gedacht, wir müssen wirklich nur das miteinander
in Berührung bringen. Select a compatible socket oder nichts. Okay, jetzt haben wir die Option, dass wir den schnellen Tausch machen. Wir packen Jeb ein mit seinen Forschungsdaten in das Ding, fliegen zurück, schicken das nochmal mit dem passenden Adapter. Und dann again. Ach so. Okay. Also in Zukunft muss jeder so einen Adapter dabei haben. So, die IWR-Experimente, die lassen wir mal hier. Damit kann sich jetzt Bob herumschlagen. Oder Bill. Auf jeden Fall der Körbel, der hier bleibt. Auch voll kacke, ne? Kommst du da hoch, um jemanden zu retten, dann wirst du hier ins Kaputte gesetzt. Und kriegst gesagt, hier komm, hast du noch eine Cola? Was bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich der Stab. So, und das Ding haben wir auch anscheinend nicht richtig montiert, ne? So. Also muss ich mich gerade mal mit in Verbindung setzen, wie das hier funktioniert. Also das ist weg. Okay, schade, hat nicht funktioniert. Okay, dann schicken wir jetzt erstmal Jeb mit seinen Forschungsdaten zurück nach Kerbin. Wir haben noch genügend alles da drin. Wenn du die Technik auch einmal was machen lässt, ne? So. Ja gut, die Orbitalperiode ist ja nur ein Tag oder was. Geht es ja relativ zügig. Ach, wie unangenehm. Okay, das heißt, wir haben ja jetzt ein paar Minuten Zeit. Wenn wir zurück sind, möchte ich, dass wir kurz die Aufnahme stoppen. Dann ist die Folge nämlich schon wieder überlang. Und ja, danach. Danach wird's bunt. Hallo? Der Arme. Okay.
Den wollen wir höhengesteuert auslösen bei 5000 Meter. Deployment Altitude 550. Dann können wir den schon mal scharf schalten. Und wir können den Decoupler abwerfen. Und ab Heimjab. Ach, was Elend. Ja, immerhin können wir uns jetzt ein ACS-System kaufen dann von den Forschungspunkten. So, da sehen wir die Unterstufe, was passiert wäre, wenn. Ich habe das da dran geploppt, aber anscheinend war es nicht richtig dran. Ich muss mir das mal anschauen, wie das, also. Das muss man ja dann anscheinend noch mit dem Akkuschrauber da irgendwie festschrauben. Das möchte ich mir jetzt gleich mal mit. Achso, wir haben keine andere Technik. Ja. Okay, ich möchte mir das dann gleich mal durchlesen. So, Fallschirm müsste jetzt kommen. Da ist er. Wir sind immer noch relativ zügig unterwegs. Hallo? Ach, wir sind noch auf Umlaufbahn. Alter Finne. Alter Finne. Also diesen Fallschirm mag ich nicht. Gut, wir bergen uns, nehmen die Forschungspunkte mit. Das müssten ja noch mal ein paar sein. Ich glaube, Jeb hat auch ein bisschen Erfahrungspunkte generiert. Das wäre auch schön. Und nachdem wir die Zusammenfassung gesehen haben, ja, 211 Wissenschaftspunkte haben wir wieder verdient. Sehr schön. Haben auch ein bisschen Geld zurückbekommen. 2 EP erhalten, bereit für den nächsten Auftrag. So, das Ding bergen wir und dann sehen wir uns aber dann in der nächsten Folge wieder, wenn es zum Bergen Teil 2 geht. Bis dann, macht's gut.